Herzlich willkommen zu einem neuen, zu einem Gameplay von dem neuen Modern Combat 4 und das mal im Online-Modus einfach. Ja, also als Anmerkung, ich spiele das auf einem iPad 2. So. So, ich nehme jetzt mal das klassische Waffen. Wow, da war ich ja noch gar nie. Also es kann nicht sein, dass ich hier oft sterbe, aber was soll's. Ich will euch einfach mal ein wenig das Gameplay zeigen und eben die neue Grafik und all das, was einfach so neu ist, oder? So. Ah, hier, ich sehe da auf dem Satelliten, da in der Nähe befindet sich das. Ach, zwei. Naja, Killbeihilfe, immerhin. Naja, ich habe das Spiel noch nicht so im Griff, aber eben. Mal schauen, ob ich noch jemanden kriege. Ach, und schon ist es vorbei. Naja, schauen wir, ob ich nochmal da mitmachen kann. Ja, da war das rote Team eindeutig besser. So. Da kommen allerdings auch noch für die Karte Stimmen. Keine Ahnung, aber irgendwie, also als ich das mal spielte, nahm das dann doch irgendwie das an, also keine Ahnung. So, ich hoffe. Was ist denn das? Da sind meine Freunde. Ich habe ja mehr Freunde, naja. So, jetzt nochmal von neuem. Diese Map war ich auch noch nie. So, ich hoffe, dass man da jetzt mal ein bisschen mehr abgeht. So, ich hoffe, dass ich auch mal noch einen Kill machen kann. War da jemand? Boah. Der hat mich geknifft. Böse, böse. Der ist meiner. Ja, sehr schön. Ja, ich werde eigentlich mal noch schauen, bis ich keine. Boah, der war ein Headshot. So, ich werde jetzt mal noch so lange aufnehmen, bis ich keinen Speicherplatz mehr habe. Boah, ich gehe da in die verkehrte Richtung. Da hinten sind all die anderen. So, ich hoffe euch gefällt dieses Video, denn vielleicht wissen jetzt auch schon ein paar mehr, ob sie es kaufen sollen oder nicht. Ah, Mist, nachladen. Ja, ich bin mir immer noch die Cheats gewöhnt. Muss ich zugeben. Was macht denn der hier? So, mal nachladen.
Oh. Ach, so einer, so einer. Der sitzt hier oben irgendwo. Irgendwo. Naja. Ah, hier. Ja. War ein bisschen verfehlt gezielt, muss ich zugeben. Keine Ausdauer hat dieser Soldat. Uhu. So, jetzt komme ich doch noch ein bisschen rein. Ja, man muss sagen, eigentlich ist nicht viel los im allgemeinen Spiel. Es sind so wenig Leute irgendwie da. Vielleicht sind auch die Maps irgendwie so riesengroß, dass man sich fast nicht mehr finden kann, aber keine Ahnung. Es läuft irgendwie sowas von nix. Beim Modern Combat, ja, vielleicht ist es, weil dir eben das Spiel gestern rauskam, also am 6. Und eben, ja, das ist auch eine neue Funktion, man kann da so rüberspringen, das finde ich noch cool. Das ist irgendwie das Neue. So, dann hat es schon. Hey, geh mir aus dem Weg. Und was ich irgendwie auch komisch finde, vielleicht sieht man das, man kann ihn wie so fast wie schubsen. Wenn der jetzt in mich reinrennt, dann werde ich ihn wie so zur Seite gedrückt. Ich kann das vielleicht mal irgendwie zeigen. Vielleicht sieht man das noch. Aber ja, es ist einfach mal mir aufgefallen. Also, für alle die Boah, da ist ja niemand. Niemand. Schmeißt du eine Granate? War nicht gerade schlau. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind vielleicht so 4 Spieler. Das andere Team so eine. Keine Ahnung. Ah nee, da ist auch noch andere. Hier war einer. Hier. Aber wo ist er jetzt hingegangen? Boah, ich kenne mich so nicht aus bei dieser Map, wirklich. Das ist so neu alles. Das ist krass. Also einfach die Maps natürlich. Also wie das Interface zur Steuerung so da. Ach, wie schade, so einer Kackbratzel. Naja, was soll's. So. Ja, aber eben, ich finde, die Map ist wirklich sehr schön gemacht. Boah. Wie sehr gut sind die? Ich habe irgendwie das Gefühl, die sind immer so gut. Wow, über. Da, meiner. Ja! Endlich wieder mal einer. Endlich. Da war auch einer. Schmeißen wir mal eine Granate.
So, der musste auch nachladen. Der kennt. Das Problem kenne ich auch. Ja, dann. Ich glaube, das war's mal fürs Erste. Ich werde da jetzt mal das Spiel verlassen, da echt nicht viel läuft. Ich glaube, ihr habt jetzt mal so einen Eindruck bekommen. Also, ich weiß echt nicht, was es alles für Maps gibt und so, aber eben sollte auch nochmal so ein Gameplay sein. Dann. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ja, bis später.